Historie und Moderne, Bau und Kunst, Gespräch und Musik. Das alles wurde im Kloster St. Klaren in Weißenfels in der vergangenen Woche zusammengeführt. Gestaltet von und mit dem Kulturschaffenden des Schloss Goseck e.V. Und die TV-Schaffenden ihres Regionalfernsehens, die waren natürlich auch mit vor Ort. Weinkauf trifft, hieß es am 14. Februar im Kloster St. Klaren in Weißenfels. Und Stage Live erleben konnten all jene, die sich einfanden, die Band Sweet Confusion. Darauf bin ich gestoßen, für uns, fürs Kloster, für Weißenfels, wo ich das erste Mal bei Facebook gelesen habe, dass er diese Serie macht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das wird doch was für uns, fürs Kloster sein. Robert sofort angerufen und der war begeistert, hat gesagt, das machen wir. Ich präsentiere sozusagen die Veranstaltung und ich treffe mich einmal im Monat in der Saale-Unstrut-Region mit Gastgebern an besonderen Orten und natürlich als Konzertreihe auch mit Musikern und lade dazu Publikum herzlich ein, das zu verfolgen. Das ist eigentlich eine Idee, die aus den ursprünglich 10 Jahren Goseker Schenkenkonzerte erwachsen ist. Dort habe ich ja auch einmal im Monat Liedermacher vorgestellt in all den Facetten. Also wir hatten 108 Konzerte und dann hat man festgestellt, es gibt auch mindestens 108 verschiedene Arten, Liedermacher zu sein. Das war die eine Idee. Die andere war, nachdem der Dom in Naumburg als einziges aus der ursprünglichen Kulturlandschaft UNESCO-Welterbe wurde, bin es nach wie vor ein großer Verfechter, die ursprünglich geplante Region trotzdem mit einzubeziehen. Da haben wir uns im Schlossverein hingesetzt und überlegt, was können wir dafür leisten, weil Goseck wäre ja ursprünglich auch drin gewesen. Und kamen dann eben auf die Idee, na, wir gehen einfach mit unseren Veranstaltungen unter dem Label Schloss Goseck in die Region, an verschiedene Kulturorte, die aber gar nicht zwingend traditionierte Kulturorte sind, sondern einfach in erster Linie besondere Orte. Da haben wir im Januar diesen Jahres angefangen in Freiburg im Künstlerkeller, sind heute hier im Kloster. Das wird sich fortsetzen mit kleinen Orten in Naumburg, in Schleberoda, also wirklich alles, was so die Region ist. Und gefühlt gehört da ja auch Weißenfels dazu, auch wenn es ursprünglich nicht in dem Antragsgebiet lag. Also bis hin zu Memleben, was jetzt auch dazugehören darf. Wir sind nun mittlerweile im 8. Jahr, wo wir uns darum kümmern, dieses Kloster oder diesen Gebäudekomplex der Stadt Weißenfels zu erhalten, bewahren, einer sinnvollen Nutzung zu führen. Voriges Jahr am 17. September ist der Kreistagsbeschluss gekommen, dass der Landkreis dieses Objekt anfasst zum sogenannten Bildungscampus. Wir möchten auch, haben den Antrag beim Landrat gestellt, dass wir hier auch weiterhin Räumlichkeiten in dem Kloster erhalten und bekommen, sodass wir der Bevölkerung weiterhin noch alte Gebäudeteile hier zeigen können und auch eine Ausstellung zu dem Kloster. Das ist unser Ziel für die nächsten Jahre. Also wir kennen uns schon lange. Ja. Wir kennen uns lange von verschiedenen Tanzböden der Welt sozusagen und haben uns nicht vergessen. Normalerweise ist ja aus den Augen, aus dem Sinn, das ist nicht geschehen, sondern wir sind in Verbindung geblieben und irgendwann haben wir dann angefangen, was zu machen. Genau, erst haben wir nur immer drüber geredet, gedacht, man könnte. Naja, und jetzt machen wir es und das macht Spaß. Das ist so diese Idee und einerseits eben auch durch diese besonderen Orte, Leute an die Orte zu führen, die sie so vielleicht noch gar nicht kennen oder was Orte sind, wo man sonst normalerweise nicht reinkommt oder zumindest nicht regelmäßig. Also auch so ein Nehmen und Geben zwischen dem Gastgeber und uns als Veranstalter. Dass Leute sagen, zum Beispiel, wenn sie heute Abend nach dem Konzert noch 3 Räume gezeigt bekommen und Herr Brückner als Vorsitzender des Vereins mit Sicherheit darauf hinweisen wird, dass es 10 weitere Räume gibt, die aber nur bei Lichte zu besehen sind, dann ist es ja vielleicht ein Grund für die Besucher, zu einer Führung mal wieder herzukommen. Oder wenn ich das Konzert in einer Galerie mache, ist es vielleicht auch die Möglichkeit, dass die Leute feststellen, ach, das ist ja ein toller Laden, hier gehe ich mal Weihnachtsgeschenke einkaufen oder einfach auch die Region von der anderen Seite ein bisschen kennenlernen, weil die Baudenkmale kennt inzwischen hoffentlich fast jeder. Aber so diese ganzen Kleinigkeiten, die so ein Zusammenspiel so in einer Region auch ausmachen, da kann man ruhig immer noch wieder kleine Tupfer setzen. Wie das heute stattfindet, ist zum Beispiel ganz akustisch, akustische Gitarre, akustischer Bass und Gesang. Sven auch, also singen auch alle 3. Und die Musikrichtung ist, ja, amerikanische, also schöne Songs würde ich das. Wir haben deutsche Musik, deutsche Texte, aber auch englischsprachig, amerikanisch. Ich
es ist schon so eine Art Rock, aber es ist natürlich nicht Rock im herkömmlichen Sinne mit Chingarasasa und Bum Bum Bum, also kein Schlagzeug dabei, keine, diese Attitüde ist nicht da. Aber manche Sachen sind natürlich auch Rock ohne Krach. Wo heute Abend die Band spielt, befinden wir uns im Skriptorium, also die sogenannte Schreibstube oder der Arbeitsraum drinnen. In dem Raum, wo nebenan die Speisen und Getränke ein bisschen gereicht werden, das sogenannte Refektorium. Also wir behalten das auch als Verein bei, Speisesaal. Und dann gibt es vorne noch den sogenannten Kapitelsaal. Und wer möchte, können wir nachher mal reingucken. Tür ist auch auf, Licht ist auch an. Und da steht auch ein Modell von diesem Areal hier ringsrum, was der sogenannte Bildungscampus mal werden soll. Also ich weiß von einigen Leuten, die heute Abend kommen, die sagen, ich war noch nie dort. Und das ist doch mal ein schöner Anlass. Nun spielt natürlich möglicherweise auch eine Rolle, dass wir das von Schloss Goseck aus machen. Wir sind durchaus ja eine bekannte Größe im Kulturleben dieser Region. Dass wir da also auch so einen kleinen Vertrauensvorschuss haben, dass die Leute sagen, na, wenn die dort was machen, dann gucken wir da mal, was da draus wird. Also ich will es immer auch spannend halten für alle Seiten. Also für mich ist es auch spannend. Und zwar werden wir im März eine CD aufnehmen. Dann werden wir natürlich unsere Welttournee fortsetzen, das ist ganz klar. In unserer kleinen Welt. Und so oft wie möglich spielen. So viel wie möglich schöne Lieder machen. Es ist so, dass die Leute sich anhören und meistens ist ihr Herz erwärmt. Und Live in London wird die CD heißen. Besser als Live in... Pose Muckel, also erstmal Name. Ne? Mark Ranstedt. Nichts gegen Mark Ranstedt, aber es ist einfach länger und schwerer zu sprechen international. Ansonsten möchte ich gerne noch was mit dem Robert Weinkauf in diesem Jahr machen, weil die haben uns schon mal ein paar Zeilen aus unserem sogenannten Notenblatt, was gefunden worden ist, haben sie uns schon mal vorgesungen. Das sind liturgische Ostergesänge aus der gregorianischen Zeit. Ist ein sehr altes Notenfragment, was wieder aufgefunden worden ist im Stadtarchiv in Weißenfels. Und das möchten wir gerne weiter transkribieren, also übersetzen und mal vertont haben, dass wir das eventuell noch hinkriegen dieses Jahr. Dafür möchte ich noch ein bisschen Geld akquirieren und mal sehen, was da so die nächste Zeit so kommt.